legen jetzt los. Wir können das ja schneiden, wa? Ja. Ja, gut. Alter, noch sportlich. Ja, Freunde, herzlich willkommen bei Top Secret und wir haben euch ja versprochen, dass wir euch mehr Videos bringen und euch mal auf dem Laufenden halten, was wir hier bei Top Secret so für Spielereien machen und für coole Sachen bauen. Bei dem Wetter, was wir gerade haben, ist heute natürlich Raptor-Wetter. Raptor-Wetter heißt, es ist nass, es ist diesig, es ist eklig draußen und da können wir euch genau zeigen, warum finden wir den Raptor so geil, warum sind wir auf dem Ding so fest hängen geblieben und was kann das Ding. Nach und nach werden wir euch immer einige Fahrzeuge vorstellen, die wir hier im Sortiment haben, plus Umbauten. Und heute, wie gesagt, den Fokus auf den Raptor gelegt. Und den Raptor, den haben wir schon in Position gestellt, den zeigen wir euch jetzt. Und was das Ding kann, weil der Raptor, der kann nämlich auch bergsteigen und klettern. Und das ist richtig geil. Zeigen wir euch jetzt. Ich glaube, hier musst du dich anschneiden, weil ansonsten purzelst du aus der Kiste raus. Wir können, ja, im Alter echt bequem, oder? Ja. Ey, versuch mal die Tür zuzumachen. Das ist echt. Das ist, wenn du jetzt, sage ich mal, keinen Bock auf Fitnessstudio hast oder auf einen Fitnessstudio-Vertrag, dann machst du den ganzen Tag den hier oder parkst das Auto mal um und dann kriegst du Muckis. Das ist richtig für Daniel. Der gangende Muckibude. So, ihr Lieben, wir hatten ja über das Thema Raptor schon mal diskutiert. Was kann das Auto und was kann das Auto nicht? Nicht kann es schnell fahren. Das kann er nicht. Aber du hast einen riesengroßen Fun mit dem Auto, weil, wenn wir jetzt einfach mal sehen, dass wir jetzt hier mal, die ging eigentlich ganz gut, die Treppe, ja? Also ja. Sind wir relativ chillig hochgefahren. Also das kriegt er alles hin. Wir haben jetzt auch nur einen ganz normalen Allrad-Modus drin und da macht er sowas mit. Jetzt schaut euch mal an. Also Besonderheit bei dem Fahrzeug, beim Raptor, ist halt im Gegenzug zu dem normalen F-150 das Fahrwerk, was hier verbaut ist. Serienmäßig ist hier ein Fox-Fahrwerk drin, das heißt, das Auto ist schon relativ hoch vom Werk aus. Und das Fox-Fahrwerk ist speziell damals entstanden. Die Amerikaner wollten quasi von diesem Street-Pickup-Style wegkommen und haben dann ein Offroad-Pickup gemacht. Das heißt, Offroad-Pickup, eigentlich so das Augenmerk auf diese Bayard-Trophies, also auf diese Wüstenrennen gelegt. Deswegen auch die Optik von dem Auto. Die wollten eben halt wirklich diesen, also angelehnt auf diesen Bayard-Style, das heißt verbreiterte Kotflügel, Auto hochgenommen, vorne diese Front, dass die nach hinten so absackend geht. Das wollten die eben halt so erreichen, dass die wirklich so ein Offroad-Pickup, der aber auch auf der Straße fährt. Das sollte irgendwo zusammengeworfen werden, das haben die gut hingekriegt. Also Plattform von dem Auto war von vornherein immer der normale F-150 Pickup. Mit dem kannst du natürlich so eine Spielerei nicht machen. Der hat auch nicht diese Modi drin, die du hier hast. Und dementsprechend auch das veränderte Fahrwerk. In dem Fall, wo fangen wir an? Alleine schon dieses Szenario, schaut euch das mal an, wie tief das Auto eigentlich hier einfedert. Ja? Wenn wir jetzt sehen, wie das Auto von der Serienhöhe stand und, oder beziehungsweise von der normalen Höhe stand und wie tief das Auto hier mit diesem Fox-Dämpfer reingeht. Ich habe einen Frosch im Hals. Also wie gesagt, das ist schon phänomenal. Da kann man auch mal sehen, was dieser Stoßdämpfer alleine leisten muss. Wie tief der einknickt. Jetzt kommt der Gegenpart dazu, wenn wir uns jetzt mal die andere Seite angucken. Ja, das ist natürlich bequem zum Erklären. Schaut euch mal, wie weit der Stoßdämpfer auch ausarbeitet. Also, wenn man jetzt sieht, den Hub, guck mal, der Radlauf steht eigentlich fast Schulterhöhe, oder? Ich bin zwar so ein kleiner Zwerg. Ich bin 1,75 groß, also ich sag mal so, auf 1,50 wird das Ding jetzt ungefähr ausgefedert sein. Ne? Und das Rad hängt trotzdem immer noch nicht in der Luft. Dementsprechend macht das der Fox Stoßdämpfer möglich. Man sagt ja immer, die Autos springen, das ist ja auch wahr. Der Fox Stoßdämpfer ist quasi so aufgebaut, dass du bei diesen Bayer-Trophy-Rennen, wenn die durch die Wüste schießen, dann hast du eben halt so diese Sequenzen, dass die eben halt auch leichte Sprünge machen mit den Autos. Das heißt, das Auto ist wirklich mit allen vier Rädern in der Luft und federt automatisch ab. Und der Fox-Dämpfer ist so konzipiert, dass das Auto eben auch nicht anfängt zu wippen, wenn du aufkommst, sondern dass da wirklich ganz normal eintaucht und du ganz normal weiterfahren kannst. Dementsprechend haben die das Fahrwerk gemacht. Was jetzt hier der Vorteil ist bei dem Fahrwerk, ganz einfach. Du kannst sogar die Kiste auf der Straße fahren, das testen wir nachher mal. Wir haben ja auch das Auto noch ein Stückchen höher gelegt, dazu kommen wir jetzt gleich dazu. Du kannst das Auto, wie gesagt, wir haben das jetzt mehrfach probiert gehabt, ich fahre das Auto im Alltag und du fährst auch auf deiner Autobahn mit deiner 150 und du musst keine Angst haben, du fällst jetzt mit dem Ding irgendwo in Kram oder sowas alles. Das haben die wirklich geil gelöst. Also Offroad, super geil und auch Straßenfahrverhalten, auch funktional. Alltagstauglichkeit? Alltagstauglichkeit, ja.
Also ich fahre das Ding ja wirklich komplett Alltagstauglichkeit in dem Sinne, das Einzige, was immer ein paar Probleme macht, sind natürlich die Parklücken. Ne? Mhm. Also da kommst du mit dem Auto schlecht rein, aber ansonsten ohne Probleme. Ne? Also fährt super akkurat, selbst mit Familie hinten drin, mit Kindersitz hinten drin, riesen Turnschuhen gemacht, tipptopp. Aber wir haben ja die Karre noch höher gelegt, das muss man damit dazu sagen. Höherlegung in Form von, warte mal, wie gucken wir uns das jetzt am besten an, war? Hier hinten sehen wir es. Du kannst hinten quasi die Blattfeder, die du jetzt hier siehst, die hat breitere Auflagen gekriegt, damit das Fahrzeug erstmal, dass die Achse runtergesetzt wird und das Auto höher kommt. Automatisch nimmst du auch den Stoßdämpfer Spacer rein, damit der Stoßdämpfer an sich nochmal verlängert wird, damit du wirklich diesen Hub hinkriegst. Auf der Hinterachse gar kein Problem, auch relativ chillig zu handeln. Vorderachse, das ist das Problem bei dem Auto. Wenn wir jetzt mal... Gehen wir am besten rüber, oder? Schauen, ich glaube, wir gehen rüber, aber... Sieht schon. Also du kannst auch vorne diese parken, oder? Auf jeden Fall. Ja? Also sag mal, kriegst du immer irgendwo einen Platz in der ersten Reihe. Ja. Oder stellst du dich einfach irgendwo drauf. Das ist Emotion. Ziemlich cool, weil wir könnten jetzt natürlich die Rutschwand auch in dem Auto hier schön Ölwechsel machen. Es ist kein Bodylift. Bodylift heißt ja immer, dass die Karosserie angehoben wird. Hier ist es wirklich eine Höherlegung von 10 cm, was das Fahrwerk hergibt. Die 10 cm setzen sich dadurch zusammen, es wird ein Zusatzrahmen verbaut, seht ihr hier. Also das ist quasi original nicht hier. Die Lenker hängen normalerweise hier oben drin. Das heißt, es kommt ein Zusatzrahmen drunter, vorne sowie da hinten, also überall, wo die ganzen schönen Nummern drauf sind. Das wurde quasi alles umgebaut. Das Differential wird versetzt, also das Verteilergetriebe sozusagen. Und dementsprechend haben wir dann eben halt auch die Möglichkeit, das Auto in diese Form zu bringen. Was der Vorteil ist, du kannst normalerweise an diesen amerikanischen Achsen nicht viel einstellen oder beziehungsweise an der Originalachse nicht viel einstellen. Du hast jetzt Probleme mit Sturzverstellung, gibt es ja gar nicht. Ja? Und jetzt durch diesen Umbau haben wir eben halt auch die Möglichkeit, dass wir hier vorne Sturzversteller dran haben. Das heißt, wir haben jetzt durch diesen Umbau auch mehr Möglichkeiten, dass das Fahrzeug von den Vermessungswerten individuell anzupassen. Das heißt, wir können Sturz reinnehmen, wir können die ganzen anderen Sachen alles variieren. Das ist halt geil durch diese Höherlegung. Ich hatte am Anfang Bauchschmerzen gehabt, das Auto so extrem hochzunehmen, aber fährt sich wirklich Bombe. Nicht im Vergleich zu den Amerikanern, weil die machen ja richtig kranken Scheiß mit dem Auto. Aber in dem Fall hier für deutsche Verhältnisse ist das schon eine witzige Nummer. Ne? Und es guckt auch jeder drauf. Auch hier haben wir darauf Wert gelegt, den Fox-Stoßdämpfer zu behalten. Der wird dann nochmal mit Spacern verlängert sozusagen. Weil ich finde wirklich, der Fox-Dämpfer bei dem Auto ist wirklich einfach einer der geilsten Dämpfer. Es fährt sich perfekt. Also zusammengefasst so, dass die originalen Stoßdämpfer sind eigentlich geblieben bei dem Auto, aber die komplette Karosserie wurde eben halt durch Zusatzrahmen, durch die Höherlegung eben halt komplett nochmal 10 cm hochgeholt. Dann haben wir natürlich auch noch eine andere Reifengröße drauf gebaut. Wir haben die eigentlich immer 35 Zoll Reifen gefahren. Jetzt fahren wir das Auto auf einen 37 Zoll Reifen. Das macht natürlich auch nochmal locker 5 cm aus. Du musst natürlich eine Tachoangleichung machen, weil das haut uns auch nicht mehr hin. Also das Auto wurde auf die Rolle gestellt, es wurde eine Tachoangleichung gemacht. Dementsprechend konnten wir das Auto quasi mit diesen Reifen auch fahren. Die haben auch normal TÜV. Die haben ganz normal TÜV. Also die Felgen und die Reifen haben alles ganz normal TÜV. Du musst halt immer gucken, bei so einer Stolle, die müssen eben halt eine Kennung drauf haben und dann kannst du die auch ganz normal hier in Deutschland fahren. Also ohne Probleme. Aber der Abbruchumfang muss halt passen und dadurch, dass wir eben halt wirklich ungefähr 5 cm drauf gebastelt haben, mussten wir da eine Tachoangleichung machen. Aber ich muss auch dazu sagen, selbst mit dieser groben Stolle, die wir hier haben, fährt die Karre wirklich akkurat. Wa? Also die Laufgeräusche gehen so. Also ich meine, dass das Ding sich anhört wie ein Flugzeug da drinnen bei 100, das ist klar. Aber ich hatte jetzt wirklich schon die 35 Zoll Reifen drauf gehabt auf den alten Fahrzeugen und die waren wesentlich lauter gewesen, weil wir diesmal auch einen laufrichtungsgebundenen Reifen genommen haben. Das ist quasi ein laufrichtungsgebundener Offroad-Reifen und das hat mir mal ein Bekannter empfohlen gehabt, sowas mal zu testen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei den Witterungsverhältnissen Nässe und bei den Witterungsverhältnissen Schnee fährt er wesentlich besser wie
einen Reifen, der jetzt diese Laufrichtung nicht hat. Und er ist wirklich ruhiger. Ne? Also er fährt wirklich wesentlich ruhiger. Insgesamt ist das Auto dadurch auch jetzt auch 15 cm höher geworden zum Serienzustand. Mhm. Also komplett Höherlegung, Reifen in Verbindung mit Fahrwerk sind komplett 15 cm. Und dadurch kann man jetzt eben halt auch überall mal ein bisschen durchdengen. Jetzt testen wir die Kiste mal, was das Ding alles so kann, oder? Auf jeden Fall. Auf geht die Reise. Wir machen das jetzt wie, wenn so eine Prinzessin aufs Pferd steigt. Einer hält mich jetzt hier so und schmeißt mich einfach hier hoch, oder? Das wäre halt so ein Vorschlag. Aber... Jetzt noch mal eine kleine Trittbank hinstellen. Das ist nicht die Trittbank, das ist die Schräge. Die Trittbank brauche ich, wenn das Ding gerade steht. Macht keine Witze über Leute, die zur erdnahen Rasse hier hören. Nur weil ich ein bisschen kleiner bin, heißt das noch lange nicht, dass ihr mich diskriminieren könnt. So. Vorteil bei dem Auto, das Ding ist im Gelände eine richtig kranke Sau. Nachteil bei dem Auto ist natürlich ein Plastikbomber. Ja, also, dass die Amerikaner mit Plastikvieh am Hut haben, wissen wir ja. Also es ist jetzt kein Luxus-Pickup oder sowas. Stört mich eigentlich relativ wenig, weil das Ding muss was können. Ne, ist ja kein Street-Pickup, ist ja wirklich ein Offroad-Pickup. Und jetzt gehen wir mal los. Also was die geil gelöst haben ist, du hast ja wirklich schon ein vernünftiges Navigationssystem drin bei dem Fahrzeug. Du hast, haben die aber erst ab 2013 so vernünftig reingebaut. Mhm. Also du hast echt Modelle, also den Raptor haben die ja gebaut. Seit 2010 gibt es das Ding, angelehnt auf die Baja-Geschichte. Da hatten die aber einen kurzen Radstand gemacht. Also das heißt eine anderthalb Kabiner, den fand ich optisch nicht so geil. Und da haben die auch mal angefangen, das Ding mit einem 5,7 Liter Motor zu bauen. Irgendwann haben die dann gesagt, okay, wir gehen jetzt zum Beispiel auf einen Doppelkabiner. Was sie jetzt hier mit gemacht haben, du hast eben halt enorm viel Platz drin und haben dann wirklich einen 6,2 Liter Motor eingebaut mit 416 PS. Das ist ausreichend für das Ding, weil meistens sind die Autos auch bei 160 abgeriegelt. Schneller brauchst du mit so einer Kiste auch gar nicht zu fahren. Was natürlich sportlich ist bei dem Auto ist der Verbrauch, gar keine Frage. Also wir haben hier, also wo ich das Ding das erste Mal vollgetankt habe, bin ich umgefallen. Na, du stellst das Ding an die Tankstelle ran, das war wirklich leer gewesen. Und dann standen auf einmal da fast 200 Euro da. Wir haben 136 Liter Tankvolumen bei dem Auto. Und ja, da musst du schon ein paar Minuten warten, bis die Kiste voll ist. Ne? Verbrauch bei 23 Litern, 24 Litern, je nachdem wo du fährst. Plus die Reifen machen es ja auch nicht förderlicher. Ja? Also da kommt schon ein bisschen was zusammen bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, wir kommen mit dem Ding 500 Kilometer. Ich fahre ja das Auto im Alltag und da fahre ich das Ding meistens auf Heckantrieb. Mhm. Du kannst ja sämtliche Stufen, aber das gucken wir uns nachher noch mal an, wenn wir irgendwo mal... Und warum auf Heckantrieb? Der hat permanent nochmal Heckantrieb. Ach so. Und es macht auch mehr Spaß. Mhm. Es ist zwar gefährlich, du hast ja hinten eine Starrachse drin, klar, beim Pickup. Und dann noch mit dieser Offroad-Stelle drauf hast du natürlich das Problem, dass die Kiste natürlich auch hinten mal bei so nasser Fahrbahn auch mal schnell hinten verschwindet. Aber no risk, no fun, wa? Was natürlich geil ist, dass wir fast auf Augenhöhe sind mit der Ampel. Wa? Das Ding ist schön hoch, ne? Also es ist wirklich also ich komme mir vor wie in so einem kleinen LKW. Ja, ja. Und das Geile ist ja immer, die Bremsen beim Amis gehen ja eigentlich fast gar nicht, ne? So, wenn du dir vorstellst, wenn so ein kleiner Smart vor dir steht und du kommst mit einem angerodet, könnte das dann schon relativ... Naja. So, auch hier, du merkst ja auch, das ist ja auch nicht poltrig oder hart, wenn wir jetzt zum Beispiel mal sehen, wir haben jetzt, das ist jetzt eine Pillepalle, ja, du hast jetzt hier so ein bisschen Bahnübergang, also, ja, das ist eigentlich relativ spannend. Ja. Ich meine, klar, du kannst so ein Auto jetzt nicht mit einer G-Klasse vergleichen oder sowas, alles. Das ist halt immer amerikanische Technik, die Amis sind halt so, die machen wirklich eine relativ robuste Technik, wie gesagt, Innenraum, klar, sind hier natürlich nicht so spektakulär aufgestellt, aber... Ich mag es einfach. Also ich bin ja schon immer so gewesen, seitdem ich mit Autos zu tun habe, das ist schon relativ lang. Wie lange ungefähr? Seit 98. Oh, guck mal da, ein Einhorn. Da muss ich meiner Tochter noch hin, nämlich bei uns in Halle im Zoo, nämlich Lichterwelten. Oh. Mhm, das wird geil. So, jetzt haben wir auch noch einen Einhorn gesehen auf der Fahrt. Das heißt, Sightseeing, der Tag kann nur gut sein. Sightseeing komplett. Ja. Sightseeing top. Also es lohnt sich nach Halle zu kommen auf jeden Fall. In den Zoo auf jeden Fall, Lichterwelten, mega geil. Kriege ich jetzt da Geld dafür, wenn ich jetzt eine Reklame mache oder sowas? Ja, wo sind wir stehen geblieben? 98 habe ich meine Ausbildung in der Kfz-Branche gemacht. Schrauber war schon ewig, ich glaube, auf so einer kleinen Schrauberfamilie. Und auch damals war es immer schon gewesen, ich weiß gar nicht, wie viel Dodge ich gehabt habe. Ich habe den SRT 10 Pickup gehabt, das Ding mega geil. Ich hatte einen Dodge Durango gehabt, wir hatten einen Cherokee gehabt. Also eigentlich war es immer so gewesen, eine tiefe Kiste und ein hohes Auto. Mhm. Der Plan war gewesen, vielleicht mal so einen Dodge Ram zu holen.
aber der Raptor war schon immer so dieser, dieser Style, also dieser, die Amis haben den Raptor rausgebracht, das war so dieser Überpick. Mhm. Das Geile beim Raptor ist, du kriegst ja auch den Ford F250 und F350 und sowas. Ich wollte aber kein massiges Fahrzeug haben, sondern ich finde bei dem Auto geil, dass der sieht bullig aus, ist aber noch so schlank, sag ich jetzt einfach mal, das ist wie beim Boxen. Wenn du einen riesen Schlags hinstellst und so einen kleinen, der macht den eben halt auch platt, weißt du. Und so ähnlich ist es bei dem. Du kannst mit dem halt springen, du kannst mit dem richtig durchs Gelände feuern. Das kannst du mit einem normalen Ram oder mit einem F250 einfach nicht machen, weil das Auto einfach viel zu schwer ist. Und hier hast du so eine Mischung zwischen allen komplett. Ne? Das fasziniert mich an dem Auto. Wie gesagt, wir haben jetzt hier eine 6,2 Liter Maschine drin, 416 PS. Und das Ding haben die gebaut bis 2014. Aktuell gibt es ja den neuen Raptor mit einem 6-Zylinder EcoBoost Motor drin, der kam dann so 2015 langsam raus. Aber wenn du so ein bisschen auf diesen V8 Motor stehst, das heißt jetzt nicht, dass der EcoBoost schlechter geht, im Gegenteil, also durch die Turboaufladung fahren die Dinger natürlich auch relativ straff, aber es ist alles so, der neue Raptor, ich finde den so, es geht schon in die europäische Schiene eben halt rein, es ist halt nicht mehr so dieses typische amerikanische Brutale. Zum Fahrverhalten von dem Auto merkt man jetzt wirklich, wir fahren jetzt ganz normal, wie ein ganz normaler PKW, hier die Kurven und sowas alles. Also ich glaube nicht, dass wir bis jetzt Angst haben mussten, dass wir mit dem Ding jetzt irgendwo abfliegen. Also ich muss auch sagen, bis jetzt ist voll. Also auch jetzt hier, das meine ich, das haben die eben halt mit diesem Fox-Fahrwerk ganz cool hinbekommen, dass du mit dem Fox-Fahrwerk wirklich vernünftig fahren kannst, im Alltag, sowie aber auch im Gelände. Mhm. Und diese Mischung, die finde ich halt geil. Deswegen haben wir auch diesen Fox-Dämpfer halt behalten. Ne? Ja. Das Geile für uns, warum wir auch immer ein Pickup drin haben, wir ziehen natürlich auch stellenweise wirklich einen schweren Hänger mit dem Ding. Die Kiste hat 3,5 Tonnen Anhängelast. Da kannst du eben halt auch mal ein großes Auto mit transportieren, ohne dass sich eine Zugmaschine. Ja, also haben wir auch schon wirklich schon einen Raptor auf dem Hänger stehen gehabt. Ne? Also. Ja. Gut, wir bewegen hier natürlich eine Riesenmasse. Das Auto hat ein Gewicht von ca. 2,8 Tonnen. Ja, also das ist schon eine vorne Schrankwand. Ne? Also Luftwiderstand. Das ist wie, als ob du gegen eine Mauer haust. Ne? Aber so, also wenn du jetzt siehst, wir haben das Auto jetzt höher gelegt und trotzdem, guck mal, wie chillig das Ding fährt. Die meisten denken immer, wenn du jetzt so einen Offroad-Umbau machst, dass das Auto im normalen Straßenverkehr halt einfach gar nicht mehr funktioniert. Aber du siehst ja. Ich glaube, du musst jetzt mal ein bisschen lauter sprechen. Ich schreie jetzt! Na gut, das sind jetzt die Abrollgeräusche von den Reifen. Ja. Ne? Aber wenn ihr jetzt seht, also wie gesagt, wir fahren jetzt hier unsere 120, 130, 140. Das Ding hält auch wirklich auch die Spur. Das ist jetzt nicht drin wie in so einer Rutterplatte. Das ist eigentlich alles akkurat, oder? Ich weiß nicht, ob man die Abrollgeräusche hören kann. Ich denke es fast. Ich denke auch. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwo eine kleine Buckelpiste finden. Und dann zeigen wir euch mal ein bisschen mehr davon. Genau. Also ganz wird das Ding schon auch ein bisschen Feldweg fahren hier. Ja. Das macht auch übelst Spaß. Wir sind jetzt auch nicht gerade langsam hier unterwegs. Nee. Wir fahren jetzt ohne Allradmodus, das ist ganz normales Fahrverhalten, was wir jetzt hier haben. Ja, ganz normal im Raptor, würde ich sagen. Ganz normal im Raptor. Das ist jetzt so, wir fahren jetzt hier in die Schmeile 80 so ungefähr und das Ganze halt hier relativ gut. Wenn wir jetzt hier mal schauen, siehst du hier, ganz cool, du hast bei dem Auto diese Track-Apps, also Truck-Apps. Und da siehst du jetzt zum Beispiel, was hast du jetzt für Modus drin? Du hast einen separaten Offroad-Modus. Mhm. Du hast auch so einen Bergabfahrassistenten, dass der sich automatisch ausbremst. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du jetzt wirklich extreme Steigungen fährst oder sowas, macht das auf jeden Fall Sinn. Du siehst jetzt zum Beispiel hier auch in diesem Modus, Sportmodus, oder du siehst auch bei dem Auto, wie ist der Antrieb jetzt gerade? Jetzt fahren wir gerade auf Heckantrieb. Mhm. Du siehst den Neigungswinkel bei dem Fahrzeug, wie weit neigt er sich weg, wie steht er auch hoch, damit das alles ein bisschen eintakten kannst, wie fährst du jetzt gerade. Ne? So, und dann kannst du eben halt das ESB normal anschalten, du kannst das ESB auf Sportmodus schalten. Das ist jetzt normalerweise im normalen Betrieb noch. Und dann hast du eben halt die Möglichkeit, das Auto nochmal separat zu sperren oder auch auf die unterschiedlichen Allradmodus zu machen. Also das Ding kann schon echt viel. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, alles habe ich auch noch nicht probiert oder ausgekostet oder gemacht oder getan. Aber du kannst schon einiges hier machen. Ne? Zum Beispiel, wir machen jetzt mal schnell einen Allrader rein hier. Und dann merkst du auch zum Beispiel nicht, wenn zum Beispiel jetzt hier so eine kleine Welle ist. Ui, 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 ui. Kannst du eben da fliegen. Oder mal wieder hier runterfahren. Du fährst auch wieder runter.
Ja. Das ist halt ganz witzig. Ja. Also wenn der Bauer kommt und Hilfe braucht, dann bist du eigentlich sein Mann. Ja. Ja. Also gerade so, wenn so dieser Saisonwechsel ist, so mit den Raps und sowas ja, alles und das und Feld sehen, das bietet sich an. Du auch ein bisschen schneller als so ein Trecker, weil ich meine, wenn das die da mit ihren 10 km/h plus fahren. Du kannst ja schon ein bisschen, wir können ja auch noch ein paar andere Reifen drauf machen. Also ja. wir machen auch die Agrargenossenschaft wunschlos glücklich. Mhm. Also wir machen nicht nur Tuning, wir machen jetzt auch so ein bisschen in Landwirtschaft, in Landwirtschaft und sowas. Finde ich cool. Ja. Mhm. Das macht eigentlich Sinn. Ich glaube, da drin liegt auch die Zukunft. Ja. Mhm. Ich denke, ein Raptor darf nicht sauber sein. Nee. Außer wenn er auf der Messe steht. Ja. History Raptor, also wie ich schon gesagt habe, ich bin ja auf dem Auto hängen geblieben, weil erstens bin ich ein tierischer Pickup-Fan und zweitens wollte ich was haben, was nicht so oft, sage ich jetzt einfach mal, rumfährt. Raptor ist dafür richtig geil. Ja. Ich finde auch, das ist wirklich eine Geschmackssache, ich war auch an den neuen Raptor schon dran gewesen, ich habe den in den Staaten auch schon ein paar Mal umgebaut gesehen, finde ich auch wirklich geil, aber ich mag noch dieses Massive. Ich finde, dass der noch ein bisschen Baja-mäßiger rüberkommt, wie der neue Raptor. Der neue Raptor, die, also wenn du da den Vergleich hast zwischen F-150 normal und F-150 Raptor, du siehst das Krasse nicht so dabei. Ne? Und deswegen bin ich wirklich auf dem Fahrzeug erstens durch den Motor und auch durch die Form drauf kleben geblieben. Und zu dem Thema Rot zu kommen, ja, wir hatten ja das Problem gehabt, dass wir das Auto nur noch rot bekommen haben und es sollte eigentlich umfoliert werden. Aber durch die Essener Motorshow hat man gesagt, okay, rotes Auto sticht dann natürlich immer super geil am Messestand raus und wir hatten ja den Challenger auch in den Rot gemacht. Dementsprechend ist er rot geblieben. Und ganz ehrlich, mittlerweile finde ich es richtig geil, weil du hast normalerweise diese ganzen Fender, die du dran hast, Stoßstangen, die Radlaufverbreitung, die sind ja alle so Hartplastik-schwarz. Ja. Die haben wir jetzt nochmal lackieren lassen, beziehungsweise teilweise Pulver beschichten lassen. Und ich finde das eigentlich wirklich sexy. Also ja. Ich finde jetzt diesen Kontrast zwischen dem Rot und zwischen diesen Schwarz. Ja, mega. Kommt fett. Also ich habe mich auch damit abgefunden, dass das Ding jetzt rot ist. Mhm. Ja, und ich finde das auch wirklich richtig, richtig geil. Ja, wenn er so top dreckig ist, finde ich sowieso cool. Was haben wir jetzt noch gemacht? Wir haben den Bügel hinten drauf gesetzt. Wie gesagt, das Auto höher gelegt, mache ich die Räder verpasst. Das ganze Was Zeug. Sind hier für Räder drauf? Wir haben jetzt hier ein paar Pfostenräder drauf gesteckt. Das ist eine 9,5x20, weil serienmäßig hat das Ding ja so 17 Zoll. Eine ET fahren wir, glaube ich, hier auf dem Auto diesmal sogar eine ET15, also 9,5x20 ET15. Man sieht, das ist eine richtige Kostgrenze. Also es ist eine Auslegungssache. Ja. Also wenn ich jetzt so davor stehe, dann schließt der ab. Wenn ich jetzt natürlich so davor wenn du stehe, so guckst, ja. Ja, das ist eine Auslegungsgeschichte, wie es eingefällt. Ja. Nicht, dass das Scheiße ist. Kacke meine ich. Na gut. Wir mussten auch vieles auf deutsche Verhältnisse umrüsten. Zum Beispiel die Amis, die haben ja die Beleuchtungsanlage komplett anders. Ja? Die haben zum Beispiel keine Rückfahrscheinwerfer drin, da haben wir nachgerüstet. Auch vor allem mit den ganzen Blinkgeschichten, Fernlichtgeschichten, ist ja alles ein bisschen anders. Mhm. Was ich ja geil finde, ist zum Beispiel auch für alte Leute wie mich, wenn du jetzt wirklich mal hinten rein willst, ich suche die ganze Zeit mein Zelt da und weiß dann, wo es liegt. Das war ich bestimmt schon Wochen spazieren, das Teil. Die haben ja sogar hier so eine Treppe eingebaut. Ja? Also typisch Amerikaner, faul. Ja. Ja? Also wenn der kleine Dicke jetzt auf der Ladefläche muss, ja, dann kann er das quasi so regeln. Ja. Ne? Also quasi an alles gedacht. Und was ich auch faszinierend finde, ich kann auch echt viel ab. Du kannst ja auch das Ding hier nach außen spannen, mit der Ladefläche offen fahren und auch was Längeres draufpacken oder beziehungsweise Motorrad draufstellen oder sowas. Ne? Richtig geile Sache. Also, die haben sich schon was dabei überlegt bei der ganzen Geschichte. Habt ihr am Auspuff was gemacht? Ich verstehe diese Frage gar nicht. Natürlich haben wir was gemacht. Also, serienmäßig geht der Auspuff hier hinten raus. Also so schräg, sage ich jetzt mal. Mhm. Und darum verliert sich voll. Ich fand, der passt da hinten auch gar nicht hin. Da hing da wirklich einfach so rum. Wir haben jetzt quasi die Abgasanlage seitlich rausgelegt, dass da schön dazwischen Rad und Trittbrett steht. Und ja, da haben wir Meckner-Flow-Schalter einfach drunter gehauen. Reicht aus. Das Ding ist laut genug, weil du musst halt auch immer sehen, wie gesagt, ich fahre mit dem Ding auch mit der Familie los. Ne? Und da ist es ausreichend. Von draußen brummelt da ganz schön. Aber innen ist in Ordnung. Ich denke auch, es reicht ich mal aus. Können. Geil ist eben halt bei der Kiste auch. Du kannst ja drin auch eine Party feiern. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, dass du ja keinen Platz hast, oder? Nee, auf keinen Fall. Also wenn man hier guckt, die Beinfreiheit. Also ich war mit den alten Raptor, den ich hatte, schon im Winterurlaub gewesen, alles mögliche, also platzmäßig gar kein Problem. Gerade so mit den Snowboards hinten drin und sowas, ne, richtig cool. Ja. Ja, dann würde ich sagen, du schmeißt dich mal rein. Thinking that he frontin' on me, man. Get the fuck off my stage, I'm the cement.
the fuck off my dick, that ain't right. I make a play fucking up your whole life. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch and bitch be home. All up bitches. All up bitches. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir euch mal so ein bisschen was gezeigt, was der Raptor so macht, was der Raptor so kann. Ich denke mal, das ist nur eine Kleinigkeit, da kann wesentlich mehr, wo wir natürlich jetzt gerade auch nicht die passenden Gelände für hatten. Also ich selber stehe tierisch auf das Ding, ich liebe das Auto, ist auch aktuell mein Lieblingsauto. Wir hatten ja schon 2 Stück von den Fahrzeugen mehr oder weniger umgebaut bzw. auch selber besessen und ich bin da wirklich auf den festgegangen. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt zu dem Auto oder allgemein zu solchen Umbauten, gerne fragen, gerne machen. Wir legen ja nicht nur Autos höher, wir legen ja auch meistens eigentlich die Autos tiefer, aber das ist quasi auch eine Sache unserer Produktpalette. Also ich denke mal, vielleicht wird noch ein oder das andere Video folgen von dem Auto, wenn wir mal die Möglichkeit haben, mal eine abgesperrte Strecke zu haben, wie so einen alten Steinbruch oder sowas. Da können wir da mit dem Ding vielleicht auch mal richtig durchdrehen. Ich denke mal, mit dem kann man eh noch wesentlich mehr machen. Viel, viel mehr. Also wir haben ja noch gar nicht so wirklich die ganzen Moden ausgetestet. Wir hatten jetzt wirklich so maximal den langsamen Allrader drin gehabt und ansonsten sind wir eigentlich nur auf Heck gefahren. Ja. Ja, wie gesagt, wir nutzen das Auto ja mehr oder weniger fürs, nicht fürs Gelände, sondern als Zugmaschine für den Hänger und für mich privat, weil ich es einfach wirklich geil finde. Mhm. Ja. Ich sag mal, eine Kilometerschruppen kannst du mit dem Ding eh nicht, weil ich sag mal 23 bis 24 Liter. Da brauchst du ein Abo bei der Tankstelle. Da brauchst du ein Abo bei der Tankstelle, genau. Ja. So, Freunde. Ja. Wie versprochen, wir haben jetzt vor, einige Videos zu machen. Raptor war jetzt quasi nur der Anfang. Wir haben eigentlich noch einiges im Petto, worüber wir uns unterhalten können. Aber, Freunde, wir wollen nicht nur amerikanische Fahrzeuge machen, weil wir ja auch alles an Fahrzeugen bauen. Es wird eine ganze Menge an Autos kommen und ihr könnt auch eure Meinung abgeben. Was wollt ihr gerne sehen? Wir werden euch auch bei den nächsten Umbauten mitnehmen, wenn wir neue Fahrzeuge bauen. Ja, und ansonsten hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick in das kleine Spaßmobil bekommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und vielleicht ein kleines Like da lasst und schreibt mal eure Kommentare unten mit rein, ob ihr das cool fandet oder eben halt nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.